kommt und feiert, heute ist dein Fest. Gott will dich beschenken, wenn du dich beschenken lässt. Hey, kommt und feiert, heute ist dein Fest. Du darfst zu ihm kommen, wie du bist. Das Lied finde ich so schön. Ich auch, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott mich jeden Tag beschenkt. Das ist doch klasse. Genau. Uns zwei geht's doch richtig gut. Wir haben nette Eltern, immer genug zu essen und noch so viel mehr. Das ist doch Grund zum Feiern. Aber weißt du was? Nee, was denn? Weißt du, wenn ich ans Feiern denke, dann fällt mir ein, ich habe so große Lust, endlich mal wieder mit allen meinen Freunden zu feiern. Ich auch. Das wäre voll schön. Zusammen leckere Sachen essen, lustige Spiele spielen und Quatsch machen. Du, ich habe eine Idee. In der Bibel steht eine Geschichte von einer Hochzeitsfeier. Die schauen wir uns mal an und denken einfach, wir zwei sind auch dabei. Au ja, das machen wir. Hier wird gefeiert. Ein Mann und eine Frau heiraten. Sie haben viele Gäste eingeladen. Ihre Freunde, Tanten, Onkel, Omas und Opas sind da. Jesus und seine Mama Maria sind auch dabei. Es gibt leckeres Essen, Saft und für die Erwachsenen sogar Wein. Doch auf einmal ist kein Wein mehr da. Alle Krüge sind leer. Kein Tropfen ist übrig. Maria geht zu Jesus. Sie sagt: Jesus, der Wein ist aus. Das Fest ist doch noch nicht zu Ende. Kannst du nicht etwas machen? Jesus antwortet ihr: Ach Mama, eigentlich muss ich mich nicht darum kümmern. Warte ab. Maria geht zu den Dienern. Die Diener sorgen dafür, dass alle Gäste genug zu essen und zu trinken haben. Maria sagt: Ich habe mit Jesus geredet. Er weiß, dass es keinen Wein mehr gibt. Vielleicht kann Jesus etwas tun. Bitte lasst euch von Jesus helfen. Maria geht wieder zu den anderen Gästen zurück. Und was macht Jesus? Er geht zu den Dienern. Er sagt: Ich habe gehört, dass der Wein leer ist. Da drüben stehen die großen Wasserkrüge. Füllt die Krüge mit Wasser bis zum Rand. Und dann bringt dem Chefdiener einen Becher voll. Die Diener wundern sich. Wasser haben sie doch genug. Es fehlt doch der Wein. Aber Maria hat gesagt, sie sollen das tun, was Jesus sagt. Also tun sie, was Jesus gesagt hat. Die Diener füllen die Krüge bis zum Rand voll mit Wasser und gießen etwas davon in einen Becher. Seltsam, das, was sie in den Becher geschüttet haben, sieht gar nicht aus wie Wasser. Und das, was da im Becher ist, riecht wie Wein. Was ist passiert? Hat Jesus aus Wasser Wein gemacht? Die Diener bringen den Becher dem Chefdiener. Chef, probier mal! Der Chefdiener nimmt den Becher und riecht daran. Das riecht gut. Dann nimmt er einen Schluck und bewegt ihn im Mund. Es ist ein besonders guter Wein. Er schmeckt sehr lecker. Die Diener verraten nicht, dass Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Der Chefdiener wundert sich trotzdem.
Wo kommt dieser gute Wein her? Er schmeckt viel besser als der Wein, den wir vorher hatten. Dieser Wein hier ist wirklich klasse. Die Diener staunen. Aus Wasser wurde Wein? Kann Jesus zaubern? Nein, Jesus ist kein Zauberer. Maria weiß, dass Jesus so tolle Sachen machen kann, weil er Gottes Sohn ist. Jesus kann alles, was Gott auch kann. Und Gott kann schließlich alles. Maria weiß, mit Jesus beginnt eine ganz neue Zeit. Sie ist schon sehr gespannt, was sie noch mit Jesus erleben wird. Was meint ihr? Können wir auch aus Wasser Wein oder Apfelsaft machen? Nein, ich glaube nicht, weil wir sind ja nicht Jesus. Das kann, glaube ich, nur Jesus und Gott. Also ich bin der gleichen Meinung, dass wir nicht aus Wasser Wein machen können oder Apfelsaft, weil wir sind ja nicht Jesus. Also ich glaube, das ist das Gleiche. Genau, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass ich das machen könnte, weil Wasser schmeckt ja nach nichts und Apfelsaft oder Wein hat ja einen Inhalt, entweder Äpfel oder Trauben, und im Wasser ist ja nichts drinnen. Aber ihr habt schon recht, Jesus ist kein Mensch wie wir. Er kann Sachen machen, die wir nicht können. Und das hat dann einen Namen. Wisst ihr, wie das heißt, wenn Jesus was ganz, ganz Besonderes macht? Nein. Vielleicht sein. Schon mal. Wäre eine Möglichkeit, wenn was ganz, ganz Tolles passiert, womit man nicht rechnet. Wie nennen wir das? Überraschung. Eine Überraschung, können wir sagen. Es passiert ein ganz großes Glück. Glück ist auch ganz wichtig. In dem Fall ist es ein ganz großes Wunder, was der Jesus vollbracht hat. Ein Wundermacher. Und in der Geschichte, die wir heute gehört haben, hat der Jesus zum ersten Mal ein Wunder vollbracht. Und was glaubten ihr, wie ist es in den Menschen, die dabei waren, gegangen? Was haben an die gedacht? Das ist ja richtig gut eigentlich, weil sie selber können ja keinen Wein machen. Genau, das ist ganz toll, wenn einer Wunder vollbringen kann. Meinst du das auch, Alicia? Manche haben sich vielleicht auch gedacht, sind wir mal gespannt, ob der Jesus noch mehr so tolle Sachen für uns machen kann. Jetzt haben wir die Geschichte gesehen, wie Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Und der Chefdiener hat probiert und hat festgestellt, dass es wirklich so war. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt auch ein Spiel zusammen. Ihr zwei seid die Chefdiener und ihr kostet mal und schaut bei den Getränken, was es ist. Und zwar geht es um die Wette. Es stehen 5 Gläser da. Ihr nehmt zuerst das linke Glas, probiert und sagt gleich, was es ist. Und dann geht es gleich weiter. Und wer am Ende am meisten richtig geraten hat, hat gewonnen. Plätze, fertig, los. Orangensaft? Richtig, Pia. Was? Johannes, Bärsaft. Genau, was ist das? Apfelsaft? Ja. Cola? Das ist richtig. Muss ich auch. Wasser? Zitronenlimo. Probiert's nochmal. Zitronenlimo. Sag ich euch sicher. Ich sag Wasser. So ist es. Im letzten ist Wasser und Zitronenlimonade. Ihr habt beide gleich 4 Punkte und beide gewonnen. Wir falten alle unsere Hände und beten zusammen. Jesus, du bist der Sohn von Gott. Es ist toll, dass du so viele wunderbare Sachen für uns machen kannst. Ich freue mich sehr, dass du für uns die Natur erschaffen hast. Ich freue mich, dass du alle meine Freunde gemacht hast. Ich freue mich, dass du meine Familie gemacht hast. Danke, Herr, dass es dich gibt und dass du so gut für uns sorgst. Amen. Amen. Amen.
Freddy, so ein Getränketester wäre ich auch mal gerne. Kannst du mir die Augen vielleicht verbinden? Na klar, das machen wir. Tschüss, Kinder, und ihr könnt's auch ausprobieren. Tschüss.